Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Factorio. Ich bin hier gerade nochmal ein wenig rumgelaufen, habe ein wenig geguckt, wo ich ein wenig was optimieren kann. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Seht ihr was? Die laden gar nicht aus. Und ich wundere mich, wieso ich jetzt schon so viele Kupferminen im Betrieb habe und die Kupferproduktion gerade so stagniert. Ja, man sollte das schon richtig machen. So, des Weiteren Forschung habe ich gesagt, dass wir jetzt Militär 2 forschen. Ganz fix. Und ich habe hier unten noch ein wenig was gebaut. Haben wir eigentlich noch Lampen? Ist alles so duster hier. Super. Da vielleicht. Da vielleicht. Oh, da ist es auch schon fertig. Da machen wir als nächstes Tore. Ja, ich habe das hier mal ein wenig gesplittet, damit wir hier praktisch die Beute noch hinbekommen. Ich war auch am Überlegen, ob ich das praktisch auf der zweiten Seite auch noch so splitte. Hier oben haben wir ja eigentlich nur 4. Ich lasse es erstmal so. Ich lasse es erstmal so. Wir kümmern uns jetzt darum, dass wir hier die panzerbrechende Munition herstellen. Dann wird alles auch schon leichter. Und ich finde, können wir das hier hinten irgendwie mit reinputzen? Hier haben wir jetzt die Rohre. Ich überlege gerade. Oh, wir könnten auch schon die nächste Rüstung bauen. Machen wir das vielleicht mal auch sicherheitshalber? Klauen wir mal ein wenig Stahl. Liegt ja im Moment genug rum. Und hier, das schränken wir mal ein. Stellen wir nur noch so 4 her. Und dann bräuchten wir Stahl und Kupfer auf einer Linie. Das könnten wir hier unten abzweigen. Wir hätten hier ja Stahl. Ach, wir machen eine neue Linie auf. Kommt, was soll's. Fällt mir ein, wir haben keine Fließbänder mehr. Klauen wir hier mal. Und ja, erweitern hier mal ein wenig unseren Hauptbus. Das war ein ganzes Stückchen. Offensichtlich. Auf dass wir gleich wieder Fließbänder brauchen. Nehme ich jetzt. Ah, da unten sind schon wieder ganz viele. Oh, oh. Oh, 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 oh. Geht weg, geht weg, geht weg. Huh. Ja, und wir brauchen Geschütztürme, Leute. Wir brauchen definitiv Geschütztürme. Und, Scheiße, machen wir das jetzt zuerst? Was brauchen die denn? Womit kann ich die denn herstellen? Eisenplatte, Kupferplatte und Zahnräder. Wir haben hier noch eine Zahnradproduktion. Kriegen wir hier... Psch, nerv mich doch nicht andauernd. Machen wir mal... Was haben wir denn hier noch an? Hier, Schadenserhöhung, Geschützturm. Ich würde sagen, wir machen das hier. Was fehlt mir denn? Kupfer. Vielleicht nochmal ein paar Schaltkreise einstecken. Vielleicht auch mal ein paar Zahnräder, damit wir ja auch nicht immer manuell machen müssen. So, ein... Wir müssten hier ankommen. Habe ich nicht gerade... Ups, gespeichert. Habe ich offensichtlich irgendwie nicht. Ich dachte, mir war danach. Hier machen wir hiervon auch noch ein paar. Darum sollten wir uns auf jeden Fall auch kümmern, dass wir hier bald... Oder können wir das nicht irgendwo mit ranbauen? Kupfer und Eisen.
Kupfer und Eisen. Kupfer, Eisen und Zahnräder. Sind wir auch nicht so wirklich, ne? Bauen wir hier weiter. Kommt, wir bauen hier weiter. Ja, ich baue nur gerade wieder so viel manuell. Ah, das zieht sich das hier wieder alles. Dann holen wir noch Kupfer hoch. Und so. Lalalala. Tyler. Komm doch mal hier. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und auf Wiedersehen. So, und damit haben wir das für 50-50. Und komm gar nicht daraus, wo ich eigentlich rauskommen wollte. Ich wollte eigentlich hier rauskommen. Mann. So. Dann. Stehen wir wieder wunderbar am Weg. Und können wir hier nach oben rausräumen. Eine Kiste. Können wir, glaube ich, schnell nehmen. So. So. Und hier. Nein, das Quark, was ich gerade gebaut habe. Entschuldigung. Hier. Rum. Und dann noch ein Kistchen. Ich glaube, der hier braucht auch einen schnellen. Wow, krass. Theoretisch muss der auch nur bis hier gehen. So. Schritt Nummer 1. Nummer 2 wäre Licht. Hier ist auch nirgendwo Licht. So. Licht. Achso, Forschung. Forschung. Forschung ist immer gut. Wir müssten eigentlich auch langsam in Richtung Rohöl gehen, aber ich habe irgendwie immer noch zu wenig Grundressourcen. Kugelschaden 2. Kugelschaden 2. So, damit werden dann auch Geschütztürme hergestellt. Und wir haben schon wieder. Uns fehlt schon wieder irgendwas offensichtlich. Ich glaube, wir müssen die zweite. Eisenproduktion in Betrieb nehmen. Wieso? Was habe ich denn da gebaut? So, vielleicht. Ja. Und raus, 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 raus. Rein, 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 rein. Nein, dort und dort und dort und auch nochmal dort und dort auch nochmal, weil es so schön war. Und dann bräuchten wir noch ein paar rote. Können hier oben schon mal ein Splitterchen reinsetzen. So. Und
Rein, 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 rein und raus. Diesmal bitte richtig rum, das wäre durchaus von Vorteil. Oh, da fehlt einer. Einen hätte ich gern noch. Und was haben wir denn an Kohle? Haben wir auf jeden Fall ein wenig was in der Hand. Ach, ich glaube, da ist schon welche drin, ne? So, los geht's mit mehr Eisen. Und damit haben wir auch hier oben wieder zu wenig Eisen. Yay! Ach Gott, immer diese Ressourcenprobleme bei Factorium. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber ich liebe dieses Spiel trotzdem. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Geschütztürme. Und dann brauchen wir Eisen. Hier die schweren. Die schwere Munition. Und irgendwie bin ich immer noch gehalten, das von hier abzuzappeln. Das wird mir wahrscheinlich irgendwann auf die Füße fallen. Aber dann können wir jetzt vielleicht irgendwann von den Robotern machen lassen. Machen wir das? Hm, ach, kommt. Was soll's? Was soll's? Ich meine, wir haben wenig Ressourcen. Wir können uns auch noch mal ein paar hier Zahnräder klauen gehen. Und dann bauen wir das einfach hier unten irgendwo hin. Eins. Eins, zwei, drei. Da muss man hier natürlich alles hier runterholen. Mein Gott. So. Oh, das wird ja auch wie ein sehr, sehr quirliges Design. Okay, wir bauen euch noch ein Stückchen zurück. Hier oben wollen wir natürlich noch die Verbindung haben. Und eins, eins, zwei, drei. Werden wir wahrscheinlich auch schnelle brauchen. Eine Kiste. Krieg ich eine Kiste? Eine Kiste. Sag jetzt nicht, dass ein einziges Fließband fehlt. So, und das begrenzen wir auch gar nicht. Die sollen hier ruhig mal räumen. Gut. Forschung. Forschung, ihr Lieben. Wir machen Forschung. Kugelschein 3. Solar. Solar ist auf jeden Fall auch wichtig. Da wollen wir ja auch relativ früh drauf umsteigen. Das ist eine schwere Rüstung, habe ich jetzt. Oh. Habe ich eine Rüstung gecraftet und gar nicht angelegt. So, was haben wir denn wieder an Mangel an Ressourcen? Wir haben wieder Mangel an Ressourcen an Kupfer. Yay. Und da oben ist irgendwas hochgegangen. Oh, ich werde irre.
Und der Basis ist schon so groß, dass ich da so lange hinbrauche. Was ist denn jetzt hier hochgegangen? Schon wieder ein Geschützturm. Immer noch Reparaturdings da. Ich habe jetzt wenig Munition bei. Ich gehe mal holen. Ich gehe mal was holen. Jetzt sag nicht, dass da oben jetzt schon wieder was kommt. So wird das nichts. Haben wir denn schon noch Geschütztürme? Nehmen wir noch ein paar Geschütztürmchen mit. Ich nehme mal die Hälfte mit. Ich mache hier auch noch auf 3, glaube ich. Reichen 100? 100 reichen noch eigentlich, oder? So. Ja, hier ist wenigstens schon ein wenig etwas drin. Dann nehmen wir sicherheitshalber noch ein bisschen normale mit. Ich glaube, da kommen nämlich einfach schon schwerere Gegner. Und da haben wir jetzt natürlich ein leichtes Problem mit. Weil, wenn die gepanzert sind, machen wir natürlich auch weniger Schaden und dementsprechend. So. Ja, machen wir natürlich auch weniger Schaden und die Dinger gehen hier eher hops. Und hier oben wird es jetzt auch langsam wirklich. Die Angriffe kommen wirklich sehr, sehr oft. Ich bin fast schon am Überlegen, wenn wir ein wenig Ressourcen haben, ein wenig mehr Munition, werden wir auch anfangen, die ersten platt zu machen. Würde ich so vorschlagen. Hier oben ist schon wieder irgendwas, aber jetzt. Ach, die kommt von der anderen Seite. Ja, Mensch. Ja, wir haben ja jetzt natürlich schon ganz schön viele hier in unserem Einzugsbereich. Okay. Ja, wir sollten uns wahrscheinlich auch relativ fix daran machen, die denen entsprechend auch den Garaus zu machen. Deswegen gibt es jetzt nochmal Geschütz, Schadenserhöhung, Geschützturm. Die können wir auch noch machen. Machen wir erstmal die hier. Super, und da unten ist gerade auch was hops gegangen. Och, Mensch. Und mein Timer läuft übrigens nicht. Ich habe ihn aber angemacht, aber er läuft nicht. Super, ne? Ich gehe mal hier drüben gucken, was hier drüben los ist. Super, eine komplette Fabrik wurde abgerissen. Und da hat es nur der eine Geschützturm da gerissen. Oh, Mann. Okay, also wir müssen definitiv hier an Verstärkung ja, unsere, die Verstärkung unserer Basis mal ein bisschen ausbauen. Den hier können wir zum Beispiel auch mal hier wegnehmen. Haben wir noch ein wenig. Nein, Kohle. Ja. Kohle müssen wir demnach auch nachlegen. Kohle haben wir aber genug. So. Jetzt ist aber gut. Geht mir hier nicht auf den Sack. Da ist schon wieder der nächste Angriff. Das ist ja wirklich unglaublich. Mehr Kohle. Achso. Schon alles weg. Hier ist aber auch noch genug dran. Oh ja, hier ist wirklich alles so ziemlich fast leer. Und Kupfer kommt auch zu wenig an. Oh Gott. Ach Gotti, Gotti, Gott. Was haben wir hier eigentlich noch hier drin? Hier. Gut. Holen wir auch mehr Kupfer. Müssen wir hier wieder komplett außen rumlaufen.
Die hier hatte ich übrigens, glaube ich, auch neulich noch umgebaut, während ich durch die Dings gelaufen bin, weil sich das hier mal gestaut hat und ich eigentlich natürlich möchte, dass die hier irgendwann auch mal abgebaut werden. Wir könnten ja zum Beispiel eigentlich auch. Ah, in dem Fall hätte man den sogar kleiner bauen können. Ich will ja nur, dass es hier drüben auch ein bisschen was landet. So. Kupfer. Und ich habe bestimmt viel zu wenig Materialien mit, um mehr Fließbänder zu bauen. Richtig. Super. Ich bin so clever. Das glaubt einem niemand. So, aus. Mehr gibt's nicht. Scheiße, ey. Gut, ich glaube, es ist trotzdem Zeit für eine Folgenpause. Ich danke fürs Zuschauen und falls die Folge zu kurz ist, sorry. Falls die Folge zu lang ist, nochmal sorry. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Factorio, wo wir die Sache hoffentlich endlich mal in den Griff bekommen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.